Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein ganz spezielles Video für die Unterstufe. Dementsprechend lade ich das auf jeden Fall in die Playlist 5. bis 10. Klasse hoch. Und zwar, wie man Punkte in ein Koordinatensystem einträgt, wenn denn beide Koordinaten eines Punktes definitiv positiv sind. Wenn du jetzt also ungefähr 5., 6., 7. Klasse bist und du noch nichts von einem Koordinatensystem gehört hast, kriegst du von mir heute folgende Tipps. Du weißt danach auf jeden Fall, wie man ein Koordinatensystem anlegt, was die X-Koordinate ist, was die Y-Koordinate ist und wie man das Ganze in ein Koordinatensystem danach abträgt. Wenn dich das Ganze interessiert, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und vergiss bitte nicht, mir ein Feedback dazulassen. Daumen hoch, Daumen runter, einen Kommentar. Das war mega. Jetzt, wie gesagt, viel Spaß. So, wie ich gerade schon sagte, geht es heute darum, wie man einen Punkt in ein Koordinatensystem einträgt, wenn dann beide Koordinaten positiv sind. Das passiert so meistens in der 5., 6., 7. Klasse. Ein weiteres Video mit negativen Koordinaten, also falls du noch nicht so weit bist, keine Sorge, das wird noch kommen. Oder falls du schon so weit bist, solltest du vielleicht diesen Kanal abonnieren, dann wirst du dieses andere Video auf jeden Fall nicht verpassen. Hier an die Seite, da habe ich dir erstmal allgemein die Schritte hingeschrieben, die man irgendwie gehen muss, damit man einen Punkt in ein Koordinatensystem eintragen kann. Das erste, wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabe habe, diesen Punkt in ein Koordinatensystem einzutragen, dann bin ich mir als erstes darüber bewusst, wie ich meine Achsen beschriften soll. Du musst dir vorstellen, diese erste Koordinate, diese hier, ist immer deine X-Koordinate und die zweite Koordinate ist deine Y-Koordinate. Was sagt uns das jetzt, wie so ein Koordinatensystem aussehen muss? Die erste Koordinate, also ein Koordinatensystem, hat immer eine waagerechte Linie, also horizontale Linie. Das kannst du gerne auf deinem Karo-Papier entlang deiner waagerechten Linierung machen. Die erste Koordinate, die so geht, die nennt man X. Die, die nach oben geht, die nennt man Y. So, und ich muss ja jetzt diesen Punkt 3, 2 einzeichnen. Die erste Koordinate ist meine X-Koordinate. Das hier sagt mir eigentlich, dass die X-Achse mindestens bis 3 gehen muss. So, wenn ich jetzt also eine waagerechte Linie, also waagerecht, horizontal, beziehungsweise nach, kurz, Frauenproblem nach rechts, zeichnen soll, dann weiß ich, dass das mindestens ist. Das ist mindestens bis 3. So, und normalerweise wählt man immer zwei Kästchen für eine Einheit. Das heißt, zwei Kästchen, dann ist hier die 1. Übrigens hier, das hier, den nennt man den Koordinatenursprung, der immer die 0. Dann wieder zwei Kästchen, wenn da die 1 ist, ist hier die 2, dann ist hier die 3, hier die 4, hier die 5 und dann am Ende die 6. Ich hätte jetzt eigentlich nur bis hierhin zeichnen müssen, doch ich werde noch ein paar andere Punkte einzeichnen, an denen das noch klarer wird. So, und auch hier heißt es mindestens bis zu 2. Denn die Y-Koordinate ist die, wie du hochgehst. Also ich muss ja diesen Punkt 3 und 2 irgendwie einzeichnen können. Das heißt, X mindestens bis 3, Y mindestens bis 2. Auch hier ist wieder die 0. Dann wählst du hier die 1, hier die 2, da die 3, da die 4. Den ersten Schritt, ein Koordinatensystem zeichnen, habe ich jetzt somit abgehakt. So, mein zweiter Schritt ist, das ist eigentlich nur eher ein Fake-zweiter Schritt. Das ist etwas, was du immer berücksichtigen sollst. Du startest immer im Koordinatenursprung. Der Koordinatenursprung ist dieser Punkt hier. Da starten wir. Und wie ich jetzt laufe für diesen Punkt, das werde ich jetzt mit gestrichelten Linien verraten. Diese gestrichelten Linien kannst du am Anfang einzeichnen, musst sie aber nicht. So, darüber haben wir geredet und wir gehen erst nach rechts. Die erste Koordinate, die hier, die sagt dir, wie viel du nach rechts gehen musst. So, ich muss also vom Koordinatenursprung 3 Einheiten nach rechts gehen. Ich laufe also hier so her, bis ich bei der 3 bin. Dann bin ich hier. Also ganz klar hier. Das habe ich jetzt also realisiert. Und der vierte Schritt ist dann von dort aus nach oben. Und zwar so viel, wie die zweite Zahl dir sagt. Diese Zahl gehst du danach nach oben. Ich bin jetzt hier und von dort aus muss ich also 2 Einheiten nach oben. Du siehst es hier auf der Y-Achse, wenn ich jetzt erstmal einmal hier bin, bin ich eine Einheit nach oben gegangen. Ich muss aber 2. Dann bin ich hier. Und dort ist dann dein Punkt.
Den kannst du irgendwie als X einzeichnen oder als Punkt. Du hast gesehen, ich habe erst ein X gemacht, das hat sich dann irgendwann schon gerne durchgesetzt. Aber so zeichnet man einen Punkt ein. Nehmen wir den zweiten Fall, zweiten Punkt. Ich habe da definitiv noch darauf hingewiesen, dass es vielleicht Spezialfälle gibt. Stell dir mal vor, du hast irgendwie einen anderen Punkt, Q, der die Koordinaten 0, 2. Vielleicht noch als Beschriftung, das hier war P. Q hat also die Koordinaten 0, 2. Wie realisiert man denn sowas? Das hier ist wieder, wie viel man nach rechts gehen soll. Und das hier wieder, wie viel man nach oben gehen soll. Ich starte wieder im Koordinatenursprung, also hier. Und ich sehe, dass ich 0 Einheiten zur Seite gehen soll. Das heißt, ich bleibe hier. Und danach soll ich 2 Einheiten hochgehen. Das heißt, wenn ich hier bleibe, muss ich danach nur noch 2 Einheiten hochgehen und bin danach hier. Genauso kann es dir passieren, wenn du irgendwie PQ, nehmen wir jetzt einfach mal R, den Punkt 5 und 0 hast. Jetzt haben wir hinten eine 0. Wir starten wieder im Koordinatenursprung, also hier. Das hier gehen wir als erstes zur Seite und das hier danach gehen wir hoch. Das heißt, meine Aufforderung ist ja, dass ich 5 zur Seite gehe. 1, 2, 3, 4, 5, bin danach hier und danach soll ich 0 hoch oder runter gehen. Das heißt, ich bleibe hier. Dann ist da der Punkt. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das wieder so geholfen hat. Wenn das so ist, schreib auf jeden Fall mal einen Kommentar. Gib mir einen Daumen nach oben und zeig mir, dass es ganz cool ist, was ich hier gerade mache. Es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, in dem ich dir auf jeden Fall auch dieses Koordinatensystem erkläre, wie man Punkte einzeichnet, bei denen es negative X-Koordinaten und negative Y-Koordinaten gibt. Da sind wir dann wahrscheinlich eher so ab 7. Klasse, 8. Klasse, irgendwo so. Wenn dich das Ganze interessiert, dann klick einfach jetzt schon mal auf Abonnieren und auf das Glöckchen. Ich verspreche dir, es wird keine Woche dauern, bis dieses nächste Video erscheint. Und dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt, wann dieses nächste Video erscheint. Und erscheint. Das war's von mir. Bitte Daumen hoch. Kommentar drunter schreiben, gerne, super gerne teilen. Du kannst mir auch gerne deine Videowünsche hier in die Kommentare dalassen oder auf Snapchat mich kommentieren, beziehungsweise mich finden. Du findest hier irgendwo an der Seite die Links, wie du mich auf den ganzen anderen Social Media Kanälen ja kontaktieren kannst. Dort helfe ich dir auch super gerne weiter und das war's jetzt wirklich. Ich wünsche dir absolut viel Erfolg beim Lernen.